Also herzlich willkommen zu meinem Vortrag zur Person. Ich heiße Wolfgang Hinsch, wohne in Hamburg, bin Vermessungsingenieur und bei OpenStreetMap aktiv seit 2008. Zum Inhalt, wir kommen erstmal eine ganz kurze Historie der Erderfassung, dann Koordinatenbezugssysteme, wie bekomme ich das überhaupt in den Griff? WGS84, das ist das Koordinatenbezugssystem des GPS-Systems. Dann kommen wir kurz zur Höhenbestimmung. Dann stelle ich noch ein paar andere Projektionen vor und dann kommen noch ein paar Hinweise. Also eine kurze Historie der Erderfassung. Es ist ja interessant, dass die auf eine 360-Grad-Teilung gekommen sind. Man vermutet heute, dass das ursprünglich von den Babyloniern kam, die ein 60er Zahlensystem hatten und das würde mit 360 passen. Die geografischen Koordinaten, da wird die Welt in 360 Grad bekannterweise geteilt. Und wenn man jetzt ein Dreieck nimmt und das versechsfacht, dann hat man schon die 360 Grad, wenn man jeweils davon ausgeht, dass das Dreieck in 60 Teile geteilt wird. Das ist also nur eine Theorie, die so sein könnte. Die erste Anwendung dieser Einteilung hat Hipparchios von Nikea gemacht, 190 vor Christus, ein Grieche, der in der heutigen Türkei gelebt hat. Der hat das für einen Himmelsglobus benutzt. Und den ersten Atlas von der Welt, das war der Astronom, und den ersten Atlas von der Welt hat Ptolemäus gemacht, etwa 150 nach Christus, der hat in Alexandria gelebt und hat eine Karte gemacht, wobei er damals auch schon die 360-Grad-Teilung genommen hat. Er hat den Nullmeridian dann auf die Kanarischen Inseln gelegt, weil das so ungefähr die Grenze des bekannten Bereichs damals war. Im Frühmittelalter, das war dann die Zeit nach der Völkerwanderung, da hat das irgendeiner wohl irgendwo liegen lassen, das Wissen. Jedenfalls ist es verloren gegangen. Möglicherweise ist es im arabischen Raum erhalten geblieben, das wissen wir nicht genau. Da war die Erde dann erstmal eine Scheibe. Und etwa im 15. Jahrhundert kam das langsam wieder mit der Kugel oder damals als Annahme Kugelform in Gebrauch, dass man akzeptiert hat, dass die Erde eben doch keine Scheibe ist. Das wurde später dann von Magellan praktisch bewiesen. Die Erde wurde ursprünglich als Kugel betrachtet. Die erste Anwendung dieser ganzen Geschichte, auch mit den 360 Grad, kommt aus der Seefahrt, wo es extrem nützlich ist. Die 360 passen wiederum mit den 24 Stunden ganz gut. Wir haben alle 15 Grad eine Stundenzone, also eine Zeitzone auf der Welt. Und wenn man jetzt mit dem Schiff unterwegs ist oder war und eine einigermaßen genaue Uhr an Bord hat, dann kann man allein aus dem Höchststand der Sonne, den man vielleicht bei gutem Wetter mal beobachten kann, schon mal darauf schließen, wo man in Ost-West-Richtung ist. Und anhand des Winkels zur Sonne kann man, also den Höchststand der Sonne, kann man in Nord-Süd-Richtung seine Position bestimmen. Das waren so die ersten Anwendungen. Typischerweise die Engländer wurden dann Seemacht, die haben dann die 360-Grad-Sache zwar übernommen. Können wir das nachher machen? Die haben die 360-Grad-Geschichte übernommen, sind dann aber natürlich beigegangen und haben 0 Grad bei ihnen, Greenwich Sternwarte, festgelegt. Und typisch englisch, 380 Grad in die Einrichtung nach Osten und 180 Grad nach Westen. Und vom Äquator aus jeweils nach Norden und Süden. Im Prinzip so ähnlich wie die Uhrzeit, die haben ja auch AM und PM. Ich sag mal, man könnte schon froh sein, dass die nicht das jetzt in 12 Grad zu 20 Minuten oder Sekunden geteilt haben, wie das mit der Währung damals war. Es wäre natürlich praktischer gewesen, wenn sie jetzt im Pazifik beispielsweise den 180. als 0 genommen hätten und dann einmal rumgezählt hätten. So ähnlich macht man das heute im UTM, da kommen wir nachher noch zu. Aber wie gesagt, es gibt eine relativ bequeme Umrechnung zwischen Uhrzeit und Gradsystem. Den Nullpunkt, das habe ich eben schon erwähnt. Ein Koordinatenbezugssystem, erstmal, was ist das überhaupt? Ein Koordinatenbezugssystem ist ein System, mit dem die Erde eingeteilt wird in irgendeine Einteilung. Da gibt es ganz viele verschiedene.
Sie unterscheiden sich einmal im Ursprung. Wo wird der Ursprung hingelegt? In Hamburg war das beispielsweise früher die Michaeliskirche. Der Turmknopf war die Nullpunkt. Dann unterscheidet sich das in der Projektionsfläche. Da kommen wir auch noch zu. Es gibt unterschiedliche Koordinatensysteme. Wir hatten eben dieses 360-Grad-System. Es gibt ja auch ein metrisches System, dass man die Erde in metrische Koordinaten teilt. Da gibt es auch verschiedene Systeme und eben unterschiedliche Formeln, um das Ganze ineinander umwandeln zu können. Dann gibt es eine Gruppe, die von der Erdölindustrie mal eingerichtet wurde. Das ist eine Vermessungsgruppe, die dann irgendwann auch gesagt hat, wir sind weltweit unterwegs und es gibt so viele verschiedene Koordinatenbezugssysteme. Wir müssen das einfach mal durchnummerieren. Und da sind die dann auf fünfstellige Nummern gekommen. Da kann man sich ungefähr vorstellen, wie viele verschiedene Systeme das gibt. Die Nummern sind zwar nicht durchgängig, aber also wenn wir die alle nehmen würden, dann würden wir wahrscheinlich nächste Woche noch hier sitzen. Das WGS 84 ist ein Koordinatensystem, das geschaffen wurde auch für die GPS-Satelliten. Es ist ein einheitliches, eigentlich dreidimensionales Koordinatensystem für die gesamte Erde und gilt auch im erdnahen Orbit. Das heißt, das kann auch für Satellitenbahnen benutzt werden. Jeder Ort der Welt ist damit exakt beschreibbar. Damit der Mensch die... Der Erdmittelpunkt ist der Nullpunkt dieses Systems. Das ist also, wie gesagt, ein dreidimensionales Koordinatensystem. Die X-Achse zeigt vom Erdmittelpunkt zum Schnittpunkt des nullten Meridians mit dem Äquator. Die Y-Achse geht nach 90 Grad Ost, auch vom Erdmittelpunkt, und die Z-Achse zum Nordpol. Damit ist jeder Punkt auf der Welt, im Prinzip auch unter der Erde und auch über der Erde, eben im Satellitenbereich, genau positionierbar. Also es gibt auf der Welt insgesamt 12 Fundamentalstationen, an die dieses System gehängt wurde. Und diese Stationen werden jedes Jahr neu positioniert, wird also eine neue Position gerechnet für diese Stationen. Das hängt wieder damit zusammen, dass die Erde eben nicht statisch ist, sondern wir haben eine Kontinentalverschiebung bzw. Tektonik, sodass also Deutschland beispielsweise jedes Jahr etwas nach rechts, also nach Osten rückt. Und der Atlantik wird immer etwas breiter, ich glaube, das sind Zentimeter im Jahr oder so, aber es ist immerhin, mit der Zeit läppert sich das. Man muss eins dazu sagen, diese Werte sind für Mapper, wenn man bei OpenStreetMap unterwegs ist, völlig egal, weil wir haben eine Genauigkeit von 2 Metern ungefähr. Da interessiert uns das nicht so sehr. Das Problem ist natürlich, der Mensch kann mit diesem dreidimensionalen System nichts anfangen. Er lebt die Erde eigentlich als Fläche. Und deshalb greift man dann auf das 360-Grad-System zurück. Die Erde ist allerdings keine Kugel. Die Erdachse ist kürzer als der Durchmesser am Äquator. Und ansonsten, wenn man gefragt wird, was für eine Form hat die Erde, dann sagt man immer so ungefähr wie eine Kartoffel. Es ist völlig unregelmäßig. Der Körper ist ja nicht künstlich erzeugt worden, sondern hat sich irgendwann gebildet. Die Erdachse ist kürzer, das hängt auch mit der Fliehkraft zusammen. Deshalb geht man bei und macht als Näherungsform der Erde eine Ellipse, die so in etwa so der Form entspricht, auch als mathematische Vereinfachungsform. Und um diese Ellipse jetzt als Körper darzustellen, lässt man diese Ellipse um die Erde kreisen und dann so ein Rotationsellipsoid. So heißt das. Das ist die Grundform, auf die sich die GPS-Koordinaten beziehen. Genau. Die Form des Ellipsoids ist natürlich für eine Höhenbestimmung viel zu ungenau, weil es nur eine angenäherte Form ist, die ja weltweit gelten soll und möglichst nicht zu kompliziert sein soll, damit auch die Empfänger das gerechnet kriegen. Deshalb definiert man ein Geoid. So nennt man das. Das ist eine Formel, eine mathematische Formel, die jedes Land für sich aufstellt und die innerhalb des Landes eine gedachte Linie des Meeresspiegels sein sollte. Also wenn jetzt der Kontinent nicht da wäre, der Meeresspiegel ist nicht, wie man immer denkt, gleichmäßig, sondern der hat Hügel und Mulden. Das hängt wiederum mit der Erdanziehung zusammen. Die Erdanziehungskraft ist nicht überall gleich. Wenn ich im Boden beispielsweise ein Erzlager habe oder Granit oder irgendwelche dichteren Materialien, dann ist die Anziehungskraft größer. Darüber bildet sich ein Hügel im Wasser. Das kann man auch messen. Und wenn ich beispielsweise einen Salzstock habe, der eine geringere Dichte hat, dann ist die Anziehungskraft etwas geringer
und ich habe da eine Mulde drin. Und genau dieses System versucht man mit dem Geoid anhand der geologischen Beschaffenheiten des Landes mit einer Formel nachzubilden. Wobei man die Höhe des Geoids ausrechnen kann anhand der Position, die man bekommen hat vom GPS. Der Abstand des Rotationsellipsoids zu diesem Geoid, auf dieses Geoid ist in Deutschland NHN, also Normalhöhen 0. Der Abstand ist in Deutschland zwischen 34 und 51 Meter. Und wie gesagt, berechenbar ist das Ganze aus Lagekoordinaten. Ich habe das hier mal so ein kleines Bild dazu. Die Höhe des GPS bekommt man über dem Referenzellipsoid. Dann muss man an der Stelle die sogenannte quasi Geoid-Undulation abziehen. Das ist der Korrekturwert, der aus dem Geoid-Modell kommt und bekommt dann die echte NHN-Höhe. Dazu muss man sagen, die meisten oder eigentlich alle Konsumentengeräte, also Satellitenempfänger, die haben eine Durchschnittshöhe drin. Also die haben nicht die genaue Geoid-Formel, sondern in der Regel ist da so eine Durchschnittshöhe, so ungefähr, also 34, ich weiß nicht, für Deutschland wird man vielleicht 45 Meter oder sowas nehmen und korrigiert die Werte vom GPS um diesen Betrag. Da, unter anderem daraus resultiert auch die Ungenauigkeit in der Höhenbestimmung, während die Lagebestimmung beim GPS-Empfänger wesentlich besser ist als die Höhenbestimmung. Deshalb greifen auch viele Satellitenempfänger auf barometrische Messungen zurück, weil es genauer ist als das, was vom System selber kommen kann. Ja, die Formeln werden bestimmt von der Vermessungsverwaltung des Landes. Interessant ist auch noch, dass es zwischen der Deutschland und der Schweiz da 22 Zentimeter etwa Unterschied gibt. Das gibt ein berühmtes Beispiel, es ist eine Brücke gebaut worden von Deutschland in die Schweiz. Das Büro wusste von diesem Unterschied und hat ihn leider falschrum angebracht und dann war ein halber Meter in der Brücke drin. Wie das ausgegangen ist, weiß ich jetzt leider auch nicht. Problemstellung jetzt, wenn ich das Ganze zeichnen will. Mein Papier ist glatt. Die Erde ist aber gekrümmt, und zwar in beiden Richtungen gekrümmt. In einer Richtung ginge das ja noch, dann würde ich eine Rolle machen, aber geht halt in beide Richtungen und das geht mit Papier nicht. Das verknickt dann. Und je größer der darzustellende Bereich ist, desto stärker bekomme ich auf dem Papier eine Verzerrung. Wie gesagt, unverzerrt ist es eigentlich nur auf kleinen Flächen möglich, also wenn ich mein Wohnzimmer aufnehme oder so, da habe ich keine Probleme damit, aber wie gesagt, wenn ich größere Flächen habe, interessanterweise muss man auch dazu sagen, die Wasserwaage beispielsweise, wenn ich mit der Wasserwaage messe oder ein Lot benutze, das folgt immer dem Geoid, weil es ja wiederum auch von der Erdanziehung abhängig ist. Also diese Höhen und Tiefen und diese Täler, das merke ich nicht in der Praxis, das ist auch nicht auf kurzen Entfernungen sichtbar. Wie geht man das Problem an? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da gab es einen Herrn, ich glaube Gerhard hieß er mit Vornamen Kaufmann, der sich dann, was damals so üblich war, lateinisch Mercator genannt hat. Und nachdem ist eine Projektion benannt, die sogenannte Mercator-Projektion. Der hat einen stehenden Zylinder praktisch um den Äquator gewickelt, eine imaginäre Lichtquelle in die Mitte der Erde und projiziert jetzt die Längen und Breiten auf seine Leinwand, also auf diesen Zylinder. Was er dabei bekommt, Längen- und Breitenkreise, die sieht er, aber die sind zueinander parallel. Na, weil die sich das so vorstellt, wenn ich das auf die stehenden Zylinder projiziere, die Nord- und Südpol kann ich nicht projizieren, da bekomme ich Probleme. Und die übrigen, das gibt ein Gitterraster, rechtwinklig. Das Koordinatensystem ist also wunderbar rechtwinklig zu sehen. Für die Seefahrer optimal, wenn die einen Kurs in einer bestimmten Richtung abstecken wollen. Dann gehen die einfach bei mit ihrem Geodreieck und so viel Grad und passt. Problem dabei ist, in Wirklichkeit laufen die Längen gerade aufeinander zu. Wenn ich die jetzt parallel zeichne, dann bekomme ich die Verzerrung. Das heißt, ich zeichne das viel zu breit. Um das jetzt einigermaßen einzufangen, geht man einfach bei und verlängert die Längengrade um den gleichen Betrag, um den die Breiten gerade verzerrt sind. Damit hebt sich die Verzerrung auf und ich bekomme wieder eine Form, die realistisch ist. Das sieht man beispielsweise bei Google Maps, die arbeiten genau damit, OpenStreetMap auch. Der Effekt dabei ist aber eine gewaltige Flächenverzerrung. Die sehe ich so normalerweise nicht, aber wenn man beispielsweise mal guckt, Grönland wird viel größer oder genauso groß dargestellt wie Afrika, wo es in Wirklichkeit nur ein Bruchteil davon ist. Vorteil, wie gesagt, ist winkeltreu, der Kurs kann direkt abgesteckt werden. Allerdings,
Ich habe einen gleitenden Maßstab. Ich muss also, wenn ich eine Entfernung beispielsweise, Seekarten sind im Mercator-System in der Regel, wenn ich da eine Entfernung abstecken will, dann muss ich wirklich an der Stelle, wo ich bin, am Rand, auf die Skala gehen mit dem Zirkel und kann dann meinen Kurs nachmessen, wie weit das ist. Ich darf also nicht irgendwie in die Ecke gehen oder so, ich muss auf der gleichen Höhe sein. Weil der Maßstab auf der Seekarte ist gleitend. Genauso wie bei jeder Mercator-Darstellung. Ja, das habe ich eben gesagt. So sieht das ganze Ding aus. Da sieht man also die Größe von Grönland, die weit überzogen ist. Auch der Antarktis ist in Wirklichkeit viel kleiner. Und Afrika ist größer. Wie gesagt, am Pol sind die Sachen relativ unverzahlt, aber alles andere müsste sich daran dann orientieren und das tut es nicht. Es hat aber den großen Vorteil, wie gesagt, dass der Seefahrer weltweit unterwegs sein kann. Das kommt auch noch hinzu. Das muss man sich jetzt vorstellen, wenn ich beispielsweise von Europa nach Amerika fahren oder fliegen will, dann darf ich nicht einfach einen Kurs einstellen und meinem Breitengrad folgen, sondern ich muss einen Bogen nach Norden fahren oder fliegen. Das ist der kürzeste Weg, weil der Breitenkreis ist parallel zum Äquator. Nur am Äquator ist der Breitenkreis, also der Äquator selber, ist der kürzeste Weg. Genau wie der Längengrad, der geht über beide Pole, das ist ein Großkreis, der ist auch der jeweils kürzeste Weg zwischen zwei Entfernungen in Nord-Süd-Richtung. Aber in Ost-West-Richtung, die Breitenkreise sind wie gesagt parallel zum Äquator, aber auf der Kugel ist der Halbmesser der kürzeste Weg. Das entspricht aber nicht dem Breitenkreis, weil der parallel zum Äquator ist und damit einen Bogen nach Süden macht. Es ist ein bisschen schwer vorzustellen, wenn man sich auf dem Globus das ansieht, dann sieht man das, wenn man Gummiband spannt, dann sieht man plötzlich, dass es nicht stimmt, dass da ein Bogen drin ist. Die Polgebiete, das hatte ich auch schon gesagt, sind nicht darstellbar, logischerweise, weil die Längengrade sich am Pol treffen. Früher wurde das hauptsächlich in Seekarten benutzt. Wird auch heute noch gemacht, aber heute wird es auch für Online-Karten genutzt, weil der große Vorteil bei dieser Darstellung ist, dass ich die ganze Welt darstellen kann. Ich kann also einfach, gerade in der Online-Karte, so bei Google Maps oder so, ich kann immer weiter nach Ost, West oder so, ist völlig egal. Ich habe immer die gleiche Projektion, ist nie ein Problem. Die Verzerrung, das bemerke ich praktisch nicht. Zumal die Form ja auch passt. Jetzt ist natürlich das Problem in der Vermessung, ist ein solches System nicht brauchbar. Da hat man jetzt sich was anderes überlegt. Da gibt es ein System, das auf die beiden Kartografen Gauss und Krüger zurückgeht. Die haben den Zylinder hingelegt, also über die Pole gewickelt. Das hat den Vorteil, dass ich einen gleichen Maßstab über den gesamten Zylinder bekomme, weil er eben in der Mitte berührt. Der Referenz muss man sich nicht unbedingt merken. Ich habe allerdings ein Problem. Die Erde geht ja rum und mein Zylinder ist jetzt nur eine Rolle. Ich kann also nur einen kleinen Bereich dann darstellen, dann kommen die Verzerrungen wieder, werden immer stärker zum Rand. Deshalb wird das nur alle 3 Grad benutzt. Ich habe also 120 Zylinder, um die ganze Welt abzubilden. Das Koordinatensystem, große Vorteil, ist metrisch. Der Nullpunkt wird 500 Kilometer nach Osten gelegt, damit ich nur positive Werte bekomme. Und so breit ist der Streifen nicht, auch am Äquator nicht. Ich habe die X-Achse auf dem Meridian, die Y-Achse ist der Äquator. Und die Koordinaten werden zunächst auf dem Mittelmeridian abgetragen, also erstmal Nord-Süd-Richtung. Und von da aus dann rechtwinklig rüber. Damit habe ich ein rechtwinkliges Koordinatensystem. Und kann damit wunderbar rechnen und arbeiten. Das passt auch, wie gesagt, innerhalb dieses Streifens mit gewissen Verzerrungen, der allerdings nicht zu groß werden. Der Maßstab ist über die gesamte Karte einheitlich, großer Vorteil. Alle Längen- und Breitenkreise, das ist jetzt interessant, die Breitenkreise sind ja parallel zum Äquator. Jetzt gehe ich aber auf meiner Kugel gehe ich rum und gehe dann senkrecht rüber, also im rechten Winkel. Der Breitenkreis geht zwar auch vom Mittelmeridian im rechten Winkel ab, aber nur an der Stelle und dann ist er gekrümmt. Und deshalb laufen diese Breitenkreise außerhalb des Mittelmeridians auf der Nordhalbkugel dann nach oben, wenn ich mit dem arbeite. Ich bekomme also so kreisförmige
Geschichten, genau wie die Längengrade, die nicht der gerade der Mittelmeridian sind, die laufen aufeinander zu. Das tun sie auch in Wirklichkeit. Und das tun sie bei der Abbildung auch, wissen sie, weil die Abbildung unverzerrt ist. Die geografische Nordrichtung, muss man auch wissen, ist nicht parallel zu den seitlichen Kartenrändern, logischerweise, es sei denn, der seitliche Kartenrand passt nur zufällig genau mit dem Mittelmeridian überein. Was heute, das war früher die Grundlage der deutschen Karten beispielsweise. Jetzt inzwischen, die Amerikaner haben ein neues System erfunden, das UTM-System, das ist sowas Ähnliches, im Prinzip abgeleitet von Gauss-Krüger. Aber die haben gesagt, das ist ja nun unpraktisch, also 120 mal dann 9 Zylinder zu machen. Wir machen das doppelt so breit, wir machen das auf 6 Grad. Problem dabei, gut, die benutzen dann das Ellipsoid. Vorteil ist, sie haben eine Streifenbreite dann von 6 Grad. Sie sind also nur noch 60 Zylinder. Aber natürlich das Problem mit der Verzerrung, das hatten die genauso. Und dann haben die gesagt, der Zylinder muss ja nicht in der Mitte berühren, der kann ja auch unterschneiden. Dann bekomme ich zwar in der Mitte Verzerrung, ich bekomme auch am Rand Verzerrung, aber beides wird nicht zu groß. Man muss immer sehen, dass eine Verzerrung beispielsweise in der Karte oder so, ich bemerke das ja erst, wenn es größere Werte werden. Also im Meterbereich bei einer 10.000er Karte, das ist kaum noch feststellbar. Man darf auch nicht vergessen, dass auch das Papier ja mit Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen nicht statisch ist, sondern auch sich in der Lage verändert, also breiter oder schmaler wird. Insofern ist das also für die Darstellung sind diese Verzerrungen egal. In der Vermessung ist es natürlich so, dass man, wenn man jetzt in den Zentimeter- oder sogar Millimeterbereich rein will, dann muss man entsprechend die Korrekturformeln anwenden. Gerade wenn man auch Bauwerke bauen will, ganz wichtig. Und sinnvollerweise sollte ein Bauwerk auch ein einheitliches System haben in sich, was von der Umgebung ziemlich unabhängig ist. Auch hier wieder benutzt von Nord 84 bis Süd 80. Das ist nicht anders machbar, weil ich am Pol sonst in Probleme laufe. Welchen Streifen soll ich jetzt nehmen? Dafür gibt es eine extra Anwendung. Wir haben hier noch einmal ganz kurz die Probleme, die der Vermesser dann hat. Wie gesagt, also wenn man oben sieht beim Unterwegs, ist es völlig egal, da merkt man das eh nicht. Ich messe mit meinem Gerät die Schrägentfernung. Das Gerät rechnet mir eine Horizontalentfernung, die aber gar nicht in Wirklichkeit horizontal ist, sondern sie folgt dem Geoid. Das hängt damit zusammen, egal was ich im Gerät habe, an Wasserwaage, an Pendel oder sonst was, das ist von der Schwerkraft abhängig und wird wieder dem Geoid folgen. Dann habe ich Korrekturformeln. Ich habe eine Strecke auf dem Ellipsoid und eine Strecke auf der Projektion, die wiederum auch beide unterschiedlich sind. Jetzt muss ich mal gucken, was für Koordinaten habe ich bekommen von der Vermessungsverwaltung. Wenn das die UTM-Koordinaten sind, dann ist das die UTM-Projektionsfläche. Das ist dieser Zylinder, den wir eben gesehen haben. Das ist jetzt natürlich weit überzeichnet, das Ganze. Der das Ellipsoid schneidet, genau wie die Erdoberfläche schneidet dann, die ja in irgendeiner Form rund ist. Die Projektionsfläche ist glatt, damit ich da meine Koordinaten abtragen kann. Aber ich bekomme eben eine Verzerrung und muss sie im Einzelfall berücksichtigen. Die Polargebiete sind, wie gesagt, eben mit dem System so nicht darstellbar. Deshalb benutzt das UTM-System für Polargebiete die universale polare stereografische Projektion. Fragen das nachher ab. Die Zylinder, genau, würden das zerteilen. Diese Karte ist flach, die liegt also oben auf dem Pol drauf. Und der Pol wird drauf projiziert, natürlich auch nur in einem gewissen Rahmen. Auch da kriege ich ja wieder die Verzerrung. Aber für das Polargebiet selber reicht das aus. Die Hochachse ist der 180 Grad Meridian, 90 Grad ist die Rechtsachse und den Pol selber positioniert man auf 2000, auch wieder um negative Werte zu vermeiden. Und dann, wenn ich genau über den Pol bin, dann bekomme ich nämlich Breitenkreise wirklich als Kreise, die sie dann in der Projektion ja auch sind. Die Längengrade laufen geradeaus vom Pol. Und ich kann da natürlich jetzt also nicht Amerika oder sonst was darstellen, sondern wenn ich jetzt auf der Südhalbkugel bin, wie hier, dann kann ich die Antarktis ganz gut darstellen, das funktioniert. Darüber hinaus wird es dann eng. Da muss ich dann wieder in die andere Projektion wechseln. Diese Projektion, das muss man auch dazu sagen, es gibt da Formeln, die hinterlegt sind. Ich kann diese Projektion ineinander umrechnen. Es gibt dafür alles mögliche Formeln.
Koordinatensystem ist hier, ja, logisch, ist auch metrisch, was das Arbeiten damit wieder einfacher macht. Jetzt gibt es aber auch noch andere Projektionen. Beispielsweise, wenn ich Russland darstellen will. Russland, jetzt unabhängig von aller Politik, ist ein Land, das in Ost-West-Richtung auf der Nordhalbkugel liegt. Und zwar ziemlich weit nördlich. Das ist mit keinem dieser Systeme so richtig befriedigend darstellbar. Wenn ich das jetzt ganzes Land darstellen will, ist es am einfachsten, den keinen Zylinder zu nehmen, sondern den einfach zu kippen, als Kegel. Und dann lege ich mir eine Linie innerhalb möglichst einigermaßen in der Mitte von Russland fest, die Berührungslinie ist oder Schnittlinie, je nachdem, wie ich den Kegel rechnen will, und kann darauf meine Koordinaten beziehen und kann in einer einheitlichen Zeichnung den ganzen Kram darstellen. Auch in einem einheitlichen Maßstab. Das ist dann in dem Moment ja das Entscheidende dabei. Ja, die Berührungslinie, genau. Weitere Projektionen. Ich will jetzt nicht zu weit gehen, aber eine ganz einfache Projektion war mal die Plattkarte. Da hat einer gesagt, ach, egal, wir machen einfach rechts hoch und erledigt. Dann bekomme ich natürlich gewaltige Verzerrungen, dass man oben Grönland, wie das aussieht. Das ist genau diese Geschichte, dass die in der Breite verzerrt werden und in der Höhe ihren Abstand behalten, was in Wirklichkeit ja nicht so ist. In Wirklichkeit geht ja die Breite auch zusammen. Hammer Arthur, die sind beigegangen und haben gesagt, wie groß ist der Erddurchmesser? Wir haben etwa 13.000 Kilometer. Der Pol sind es 40.000. Dann machen wir das also so, ich sag mal, mehr D mal Pi, entsprechend die Breite, und tragen das dann ab. Da bekommen wir eine einigermaßen oder sogar genau flächenrichtige Darstellung. Allerdings leitet die Form und die Entfernung sind nicht mehr abgreifbar. Dann ist man beigegangen und hat gesagt, okay, also das sieht auch nicht so schön aus. Dann der Winkel Trippel, der geht bei und dehnt es nicht ganz so weit in die Breite aus. Dann sieht es etwas realistischer aus. Dafür sind die Flächen nicht mehr treu. Die Längen und auch die Winkel sind nicht treu in den Projektionen. Es kommt also immer darauf an, wenn ich eine Projektion benutze, dann muss ich mir überlegen, was will ich machen? Worauf kommt es an? Also wie gesagt, in der Seefahrt kommt es auf den Winkel an. Der Kapitän, der möchte seinen Winkel gerne sehen. Da ist es sinnvoll, wenn ich den Mercator nehme, ähnlich wie auf einer Weltgestaltung, wenn ich das online mache. Wenn ich eine Karte habe, auf der ich Entfernung abgreifen möchte, dann nehme ich besser ein metrisches System, also beispielsweise den UTM, der auch in der Vermessung inzwischen in Deutschland eingeführt wurde. Ja, Benutzung in der Praxis, oh, wird etwas schneller als ich dachte. Die Koordinatensysteme lassen sich mit QGIS. QGIS ist ein Programm, ein freies Programm, das hervorragend geeignet ist, um Karten zu zeichnen. Es ist für alle möglichen anderen grafischen Auswertungen von allen möglichen geografischen Geschichten sehr gut geeignet. Das hat den großen Vorteil, dass es auch unterschiedliche Koordinatensysteme zeitgleich verwenden kann. Ich kann also einfach ihm sagen, ich habe hier eine Tabelle, das ist meinetwegen UTM. UTM wird auch noch eingeteilt in Zonen, logischerweise, die Zylinder haben alle Nummern. Das ist UTM 32, der nächste ist UTM 33. Dann habe ich hier noch Gauss-Krüger-Koordinaten und der Rest ist meinetwegen aus dem Mercator-System. Das kann der on the fly gleichzeitig darstellen und ineinander. Ich muss ihm nur sagen, was meine Zeichnung sein soll. Das muss ich natürlich sagen. Und dann benutzt er automatisch die Transformationen. Das gibt ein Projekt, das heißt Project 4. Das steht da oben ja auch, ja, die Bibliothek. Da sind diese ganzen Formeln drin. Das ist also, ist es die Hölle, da durchzugucken. Aber wenn man die entsprechende Bezeichnung hat über die EPSG-Nummern, das ist da wieder sehr hilfreich. Wenn man die EPSG-Nummer hat, dann kann man dem sehr schnell mitteilen, was man eigentlich möchte. Vorteil bei Gauss-Krüger und UTM ist, wie gesagt, dass man direkt mit den Werten rechnen kann, was man im Mercator-System nicht kann, da hat man nur Gradzahlen. Ja, die EPSG, das habe ich vorhin schon gesagt, und noch ganz kurz, die Nummern der relevanten EPSG-Nummern, wenn es jemanden interessiert, die 3857 wird von Google benutzt, auch von OpenStreetMap. Dann die Gauss-Krüger-Zonen für Deutschland, das waren die 2 bis 5 Zylinder, weil Deutschland logischerweise
hat bei Null angefangen mit der Nummerierung. Die USA haben das UTM eingeführt, die haben natürlich mit der anderen Stelle angefangen zu nummerieren. Da sind wir auf den Zonen 32 und 33N, die praktisch für ganz Deutschland gültig sind. Und die haben eben die entsprechenden EPSG-Nummern 32, 6, 32 und 33. Ja, und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Und wenn noch Fragen sind, gerne.